Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fröhlich gestrickt Podcasts. Ich bin Nora und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Heute werde ich euch, wie eigentlich immer, ein bisschen erzählen von allem, was ich in letzter Zeit so gehandhabt habe. Der Fokus liegt heute ganz klar auf Stricken, das werdet ihr auch gleich sehen. Aber bevor es losgeht, ein paar Kleinigkeiten. Und zwar findet ihr mich auf Instagram und Ravelry auch unter Fröhlich gestrickt. Dort, besonders auf Ravelry, erkläre ich noch ein bisschen mehr zu meinen, oder findet ihr noch mehr Infos zu den ganzen Projekten, die ich euch zeige. Außerdem findet ihr wie immer alle Projekte auch unten in der Infobox, wenn ihr was nachschauen wollt. Dort sollte auch alles verlinkt sein. Das heißt also, ich erzähle euch hier alles von meinen Projekten und von den Garnen und den Anleitungen, die ich verwende. Davon ist allerdings nichts geschenkt oder in sonstiger Weise in Auftrag gegeben. Das habe ich alles mir selbst gekauft und möchte einfach nur mit euch teilen, was ich hier so mache. Wir fangen heute an mit dem, was ich anhabe, und das ist der Sweater Scarf, Wrap Me Up Sweater Scarf von Knititude. Die kennt ihr sicherlich von Instagram. Das ist gestrickt aus der Drops Air, und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch schon mal in einem vorherigen Podcast davon erzählt. Es ist einfach wahnsinnig kuschelig. Ich liebe es, gerade wenn es ein bisschen kühler wird, das einfach überzuziehen, um mich daran einzukuscheln. Ja, ich habe heute drei fertige Projekte für euch und alle drei kennt ihr auch schon. Eigentlich sind sogar vier. Drei gestrickte und noch ein gesponnenes Projekt. Und zwar habe ich fertig geschafft meine Socken, meine bunten Socken, ganz einfache Vanilla Socks. Genau. Ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen, was ich noch nicht erzählt habe. Ich habe jetzt hier eine, wie heißt das, Bandspitze und eine Shadow Wrap Ferse gemacht. Ansonsten einfach glatt rechts mit 64 Maschen, also Standard mit 2,5er Nadeln. Ist also eigentlich nicht so viel weiter zu erzählen. Die sind ein Geschenk und werden, sobald der Podcast gedreht ist, dann auch endlich weitergegeben. Die liegen nämlich schon ein bisschen bei mir und warten darauf, dass ich einen Podcast drehe. Ja. Als nächstes kommt ein fertiges Projekt. Das habe ich euch gezeigt, als es fertig war. Und ich fürchte, es wird nicht lange fertig bleiben. Und zwar ist es diese Mütze hier, die ich gestrickt habe. Ich habe sie auch schon mal in vorherigen Folgen gezeigt. Und sie ist, ihr seht es schon, viel zu groß geworden. Ich weiß nicht so genau, wieso mir das nicht beim Stricken schon aufgefallen ist. Und auch nicht, wie das überhaupt passieren konnte. Aber, ich kann es ja mal aufziehen, also selbst wenn man das gerne mag, so eine große, breite Mütze, selbst dann ist es ein bisschen too much, finde ich. Und es wird ja auch noch ein bisschen ausleiern wahrscheinlich. Deswegen schwanke ich im Moment zwischen alles nochmal aufmachen, wo ich echt keine Lust drauf habe. Wahrscheinlich wird es eher jetzt erstmal in der Ecke landen, bis ich mich wieder beruhigt habe. Und genau, bin dazu versuche gerade mich zu entscheiden, ob ich alles wieder aufmache oder ob ich, dadurch, dass sie halt wirklich so riesig ist, ich zeige euch mal, also ja, so groß ist sie. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz deine Haare. Huh, ja. Ob ich nicht einfach nur hier oben die Abnahmen auftrenne, also das hier oben, und dann nochmal so einen Rand machen wie hier unten und dann habe ich einen Kaul. Also das könnte ich mir auch überlegen. Die Wolle ist nämlich wahnsinnig weich und angenehm und ist sicherlich auch an der Haut angenehm. Denn so groß ist die Mütze tatsächlich geworden. Das ist, ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber gut, was wäre denn ein Fröhlich gestrickt Podcast ohne "Ich habe hier wieder was Komisches gemacht" Projekten? Als letztes ist fertig geworden, und da bin ich ganz, freue ich mich ganz besonders drauf, das Phantom Fuzz. Das klingt komisch. Phantom Fuzz, das ich euch auch schon in vorherigen Folgen gezeigt habe. So sieht es jetzt aus. Wir haben an allen Enden ein I-Cord, entweder I-Cord Bind-Off, so wie hier, und auch am Ende unten.
Oder eben noch so einen extra Rand, der dann noch dran gestrickt wurde, so wie hier oben. Für das Ganze habe ich nur dreieinhalb Knäuel von 25 Gramm woher strengen Knäueln benutzt, was super wenig ist. Das liegt einfach daran, dass man das nur einfach macht und das eben ja auch so luftig ist. Ich habe es ja auch am Anfang einen Hauch von nichts genannt, obwohl ich ja noch Nadelstärken runtergegangen bin, weil es mir nicht so gut gefallen hat, wenn das zu löchrig war. Aber selbst jetzt ist es noch ganz schön luftig, aber auch sehr schön kuschelig, flauschig. Also ich freue mich schon drauf, das mal anzuziehen. Kann aber noch nicht so ganz entscheiden, wann man das am besten anzieht. Ich denke mal über langärmelige T-Shirts oder Tops am besten. Wenn das nicht zu warm sein soll, aber auch nicht richtig dünn, auch wenn das sich jetzt erstmal, wenn es so dünn wirkt, so leicht, aber das Mohair ist schon noch ganz schön warm. Das kann man nicht, darf man nicht unterschätzen. Genau. Mein letztes fertiges Projekt ist ein gesponnenes. Jetzt habe ich überall Mohair. Mein letztes fertiges Projekt ist was Gesponnenes, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Und zwar habe ich eine selbstgefärbte Wolle gesponnen zu einem Garn. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das letzte Mal gezeigt, wie die einzelnen Teile aussehen, bevor ich es verzwirnt habe. Und jetzt habe ich es eben auch verzwirnt. Und so sieht es jetzt aus. Und ich finde es wahnsinnig schön. Wir haben so einen Farbverlauf von Grün in Türkis, Blau und dann Lila. Mal gucken, wie ich es euch zeigen kann, dass man es richtig schön sehen kann. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. So. Und ich finde es richtig schön. Es ist auch schön weich geworden. Dafür, dass ich ja immer noch ziemliche Anfängerin bin, kann man sich da nicht beschweren. Und bestätigt mich auch sehr in meiner Idee, irgendwann mal den Shifty-Sweater von Andrea Murray zu stricken aus selbstgesponnenem Garn. Finde ich irgendwie eine coole Idee. Mal schauen. Und dann geht es schon weiter mit meinen Projekten, an denen ich gerade arbeite. Und das sind eine ganze Menge. Ich habe ein paar Sachen neu angeschlagen, ich habe ein paar Sachen wieder aus dem Schrank geholt, die zwischendurch eher UFOs geworden sind, die ich jetzt wieder oder an denen ich jetzt weiterarbeiten wollte. Und ich habe ein paar Projekte, an denen ich schon gearbeitet habe, im letzten Podcast und bei denen ich immer noch nicht fertig bin. Und da fange ich auch gleich direkt an mit einem solchen Projekt, nämlich dem Mountain Musings Mystery Knit Along von Paper Daisy Creations. Ups, sorry, wenn das ein bisschen laut ist. So, jetzt habe ich es. Und zwar ist es ja ein Mystery Knit Along. Ich bin aber erst bei Hinweis 3 stecken geblieben noch. Der hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen hänge ich da leider immer noch dran. Ich glaube, es ist aber nicht 3, sondern 4. Genau. Jetzt ist der 6. rausgekommen, wenn ich mich richtig. Also ich bin jetzt. Es sind jetzt noch zwei neue Hinweise rausgekommen nach dem. Und ich bin immer noch bei dem davor. So, genau. Das heißt, müsste der 4. sein, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ihr das also selber strickt und es noch nicht sehen wollt, wie das aussieht, dann solltet ihr jetzt ein bisschen vorspulen. Also Spoiler. Ansonsten ist hier mein Mountain Musings Wrap. Diesen Teil kennt ihr schon. Und dann wurde das Ganze jetzt auf der einen Seite habe ich das hier auf so ein Kabel gemacht. Einfach die Maschen stillgelegt und auf der anderen Seite wurde es weiter gestrickt. Und wenn ich mich richtig entsinne, habe ich euch, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen, Moment, habe ich es euch bis hier etwa gezeigt, ja? Man hat also ganz viele verschiedene Muster, die echt toll aussehen, die meisten, finde ich.
aber eben auch manchmal ganz schön viel Konzentration abverlangen, die ich im Moment nicht unbedingt so viel habe. Und deswegen bin ich ein bisschen langsamer vorangekommen. Ich bin jetzt nämlich gerade in, also wir haben hier dieses wunderschöne Muster, dann kommt ein Lace-Muster. Dann haben wir hier ein Muster, was ich vereinfacht habe. Also eigentlich sollte das alles so sein wie hier unten. Aber um ein bisschen hinterherzukommen, habe ich jetzt ganz schnell das so gemacht. Ich finde das auch schön. Also ich habe eben statt dieses Muster, was tatsächlich recht aufwendig war zu stricken, habe ich einfach nur immer wieder so eine krausrechte Reihe eingefügt, anstatt dieser hobeligen Muster. Um ein bisschen Zeit zu sparen. Und jetzt bin ich gerade am letzten Muster von dem Hinweis, an dem ich gerade arbeite. Was im Moment so ein bisschen also so aussieht, so ganz vorstellen kann man sich es noch nicht. Wen es interessiert, wie das fertig aussieht, kann ja mal auf Instagram unter dem Hashtag schauen. Da sind schon ganz viele fertige. Ich habe auch schon geschaut, ich kann das immer nicht lassen, dazu gucken, früher oder später muss ich dann doch sehen, was andere gemacht haben. Genau. Das Ganze stricke ich mit der Avetta, also Filcolana Avetta, die habe ich im Urlaub mir gekauft. Gerade bin ich dran an der Hauptfarbe in Braun und dem Rot hier. Und es ist super flauschig und ich freue mich schon sehr drauf, den Wrap um mich schlingen zu können. Es wird aber wohl, glaube ich, noch eine Weile dauern. Außerdem habe ich ganz viel gearbeitet an meinem Loop-Schal, den ich stricke, mit einem Farbverlaufsgarn. Und da bin ich mittlerweile so weit gekommen. Und bin mir mittlerweile sicher, so wie ich mir das vorgestellt habe, kann es nicht funktionieren, denn ich bin fast fertig mit meinem ersten Knäuel und ich habe nun noch ein einziges weiteres. Das heißt, doppelt so viel wie das ungefähr wird es, aber mehr nicht. Und wenn ich dann jetzt die Enden aneinander nähen wollte, was ich eigentlich vorhatte, dann wird das, glaube ich, nichts. Das klappt nicht. Ich überlege mir das noch, aber ich fürchte ja, das wird zu kurz sein. Aber trotzdem, dann ist es eben auch eher so ein Umwerftuch, was ja auch voll schön ist. Ich hatte die ersten 100 Reihen im doppelten Perlenmuster gestrickt und jetzt stricke ich gerade, weil ich eben so viele Sachen hatte, wo man aufpassen muss und ich was gebraucht habe, wo es einfacher geht, stricke ich jetzt kraus-rechts weiter für die nächsten 100 Maschen und dann, je nachdem wie viel Wolle dann noch übrig ist, 100 Reihen, nicht Maschen, werde ich dann weitermachen mit entweder einem einfachen Perlmuster oder eben wieder mit dem doppelten oder mit einem gebrochenen Rippenmuster. Das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall, jetzt gerade bin ich dabei, kraus-rechts zu stricken, weil es genau das ist, was ich gerade gebraucht habe, zwischen den ganzen anderen Projekten. Ich bin sicher, ihr kennt das manchmal, dass einem dann irgendwie was fehlt, was irgendwie ganz leicht ist. Ein anderes Ding, was auch ganz leicht ist und was ein Geschenk ist, zeige ich euch, was ich angeschlagen habe. Und zwar ein paar Socken, Sneaker-Socken, das ist super schnell, aus einer Färbung von mir, die gab es mal in meinem Shop, die Färbung Hexenkessel, passt auch ganz gut, finde ich, für den Oktober. Genau, und die stricke ich als Geschenk für jemanden, der sehr viel Wollsocken trägt, aber im Sommer es immer nicht so schön findet, wenn die dann rausgucken und deswegen gibt es jetzt eben mal so ganz knappe Socken. Aber auch hier, genau wie mit den anderen Socken, die ich gezeigt habe, stricke ich ganz simpel 64 Maschen. Hier in dem Fall habe ich zweifaches Rippenmuster genommen, zwei rechts, zwei links gestrickt, einen ganz kurzen Schaft und dann schon meine Shadow Wrap Ferse. Und jetzt bin ich gerade am Fuß dran. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist sowas, was ich gerne mache, das passt in jede Tasche schnell zum Mitnehmen und man muss nicht so viel drüber nachdenken. Vielleicht mal ganz kurz bei der Ferse ein bisschen aufpassen, aber eigentlich geht das ja auch super schnell. Und es tut auch sehr gut, wenn man solche Projekte immer dabei hat. Alle anderen Projekte, die ich habe, haben gerade ein bisschen mehr oder brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Zum einen immer, das ganze Projekt über, oder zum anderen
an bestimmten Stellen und bei denen allen bin ich gerade an Stellen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und da fange ich an mit etwas, was ich schon ganz lange immer angeschlagen habe, eigentlich schon vor einer halben Ewigkeit und was ich jetzt endlich mal fertig machen will. Und das ist der Nautilus Sweater von We Are Knitters. Der wird gestrickt auf 5 mm Nadeln in der Mary Wool von We Are Knitters und hat so einen, ein schönes Muster hier in der Mitte mit so einem Zopfmuster und hat total die witzige Konstruktion, weil man strickt quasi, man fängt unten an vorne, dann strickt man das Ganze hoch, dann macht man ein Loch und strickt aber weiter bis nach hinten, sodass man quasi so ein Teil hat, was man sich dann so überhängt, wie so ein bisschen wie so ein Poncho. Und dann wird es an der Seite zusammengenäht und dann werden die Ärmel dran gestrickt. Das finde ich total witzig. Mal schauen, wie das so funktioniert mit dem Maschenanschlagen. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade da, wo sich hier in dem Zopfmuster eine Kleinigkeit ändert. Das macht ziemlich viel Spaß im Moment, weil das Garn einfach so schön kuschelig weich ist. Und weil ich es endlich mal fertig machen will und mich natürlich auch freue, das zu tragen jetzt so in dieser Jahreszeit. Das ist nämlich, glaube ich, genau das Richtige. Und deswegen wollte ich es euch auch mal zeigen. Jetzt kommen wir zu den neuen Sachen. Und zwar habe ich zum einen den Manu-Sweater angeschlagen. Das ist endlich mal ein Colorwork-Projekt. Ich habe mich endlich getraut, einen Pulli zu stricken im Colorwork. Ich will das seit Ewigkeiten machen, aber ich kriege immer Angst davor. Und jetzt habe ich es einfach mal gemacht. Die Wolle dafür habe ich mir im Urlaub in Norwegen letztes Jahr gekauft. Und freue mich sehr, dass ich es jetzt endlich rausgeholt habe. Und zwar ist es, habe ich es gerade schon gesagt, ich weiß nicht, der Manu-Sweater. Mehr Infos auch nochmal unten. Und ich bin gerade an dem Colorwork Yoke. Sieht ein bisschen komisch aus. Ist nicht so einfach zu zeigen, weil ich wie immer recht kurze Kabel benutze. Aber so sieht es gerade aus. Ich versuche es mal gerade so. So könnt ihr das Muster einigermaßen sehen, glaube ich. So. Ich finde es richtig schön. Also diese Farben passen super toll zusammen. Der Kontrast ist auf jeden Fall hoch genug und es klappt überraschend gut. Von innen sieht es sogar eigentlich, finde ich, auch dafür für so einen Anfänger ziemlich gut aus. Es ist auch nicht zu eng, habe ich das Gefühl. Also das passiert ja manchmal. Ich habe relativ locker das gehalten. Am Anfang habe ich noch sehr engmaschig die Floats, also das die Farbe, die man gerade nicht benutzt, immer wieder mit eingewebt in die Maschen und habe das aber irgendwann so ein bisschen aufgegeben, beziehungsweise habe es länger mit hin, einfach hinten lang laufen lassen. Und tatsächlich bin ich der Meinung, wenn ihr mal schaut, dass das bei mir besser aussieht, wenn ich das nicht mache. Also das ist unten, wo ich es dann weniger akribisch gemacht habe, dass irgendwie gleichmäßiger alles aussieht. Oder? Was meint ihr? Bilde ich mir das ein? Oder? Ist es tatsächlich so. Ja. Es macht auf jeden Fall einen heilen Spaß, ist aber auch echt nicht ohne. Allerdings muss ich einfach sagen, dass mir vorher nicht bewusst war, wie viel leichter das ist mit dem Colorwork, wenn man so rustikales Wolle benutzt hat. So richtige wollige Wolle, so wie hier auch. Das ist schon eher rau, aber dafür natürlich super warm. Und dadurch rutscht es alles nicht so viel und hat einfach, hat einfach mehr Griff und dadurch klappt das alles viel besser und dann rutscht nicht alles hin und her und man kann das ganz locker einfach so in die Hand nehmen und stricken und dann immer, versucht man so, genau, und kann dann einfach hier das so stricken, wie man das will. Ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht sehen, naja. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert und habe das tatsächlich total unterschätzt, wie viel das einen Unterschied macht. Sobald ich den Colorwork-Yoke, also den Colorwork-Teil hier oben,
fertig habe, wird das Ganze viel schneller gehen und mit viel weniger Konzentration gemacht werden, bis man dann wieder unten ankommt. Da kommt nämlich dann nochmal ein bisschen Muster. Aber ich bin jetzt erst so ungefähr in der Mitte, zwei Drittel von dem Muster. Mal schauen, ob ich das nächste Mal es geschafft habe, das Muster fertig zu machen. Ich habe auf jeden Fall, habe ich schon festgestellt, viel zu viel von der Wolle für den Pulli. Da brauche ich zumindest mir keine Sorgen machen. Dann habe ich angeschlagen von Andrea Mowry den So Faded Sweater. In dieser Farbe, die irgendwie eher ungewöhnlich für mich ist. Das ist der erste Strang von einem Fade Set. Und zwar, Moment, ich versuche das mal euch zu zeigen. So, eins, zwei, drei, so, vier. Und aus diesem Fade Set soll der So Faded Sweater entstehen. Ich finde tatsächlich, also wenn ich nicht vier Stränge gebraucht hätte unbedingt, dann hätte ich die Farbe weggelassen. Zum einen, weil sie nicht so ganz das ist, was mir gefällt und ich auch ein bisschen ängstlich bin, wie mir das steht. Aber gut, zu spät, seht ihr gleich. Und zum anderen, weil ich finde, dass die drei zusammen einen schönen Farbverlauf ergeben. Aber das, auch wenn es so ein bisschen, also wenn es hier nochmal drin vorkommt, finde ich das schon sehr stark im Kontrast. Da werde ich aber einfach sehen, dass ich einen sehr langen Farbverlauf mache, also einen sehr langen Übergang mache, wenn ich das von der in die Farbe reinwechsle. Und dann hoffe ich, dass das trotzdem ganz schön aussieht. Und hier seht ihr mal wieder, wie dass ich wie hier Profi bin, viel zu kurze Kabel zu benutzen für meine Nadeln. Aber deswegen ist es ein bisschen schwierig, es euch zu zeigen. Aber das geht einfach alles so schön schnell und es flutscht und läuft. Ich bin jetzt, wie kann ich euch das sagen, bin gerade an den Raglan-Zunahmen. Ja, also eigentlich, man sieht, ihr seht, ich versuche gerade irgendwie zu gucken, euch zu zeigen, aber ja. Also, so sieht es gerade aus. Bei den Ärmeln gibt es hier dieses schöne Detail, dass die Ärmel, beziehungsweise am Anfang, ich bin aber noch am Überlegen, ob ich da nicht den kompletten Ärmel kraus reinstricke. Also in der Anleitung ist vorgesehen, dass man eben nur am Anfang, ich glaube so etwa bis hier ungefähr, kraus rechts strickt und danach auch glatt. Das soll so ein kleines, einfach ein bisschen Eyecatcher sein. Aber ich finde, fände es glaube ich auch ganz schön, das komplett kraus rechts zu haben, die Ärmel. Andererseits ist es natürlich auch sehr nervig, weil man dann jede zweite Runde links stricken muss und ich ja sowieso schon nicht so gerne Ärmel stricke. Aber gut. Hier kann man aber auch ganz schön sehen, wie schön diese Farbe doch tatsächlich ist und was die für ein schönes Muster macht. Hier, schaut mal. Doch wunderschön, oder? Ist trotzdem, also es ist für mich echt ungewöhnlich, aber also mir gefällt es schon so. Ist es nicht, es ist einfach nur irgendwie überraschend für mich. Ja, genau. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Muss ein bisschen aufpassen. Aber jetzt nicht im Vergleich zu den anderen Sachen wie der Mystery Wrap. Aber so ein kleines bisschen muss man gucken, was man macht. Aber auch nicht mehr lange und dann wird es auch wieder nur noch glatt rechts in der Runde gestrickt. Und dann geht es auch alles ganz flott, denke ich mal. Das letzte Projekt. Moment. Ich habe immer noch Zeug in Augen und im Mund. Das letzte Projekt, was ich jetzt zeigen will, habe ich eben gerade erst angeschlagen. Und das ist aus einem von mir gefärbten Farbverlaufsgarn. So sieht es aus. Und so weit bin ich gerade. Zeige ich es euch mal. So. Und zwar wird das der Musselboro Hat. Als Geschenk für jemanden und der wird richtig schön warm. Das ist nämlich so eine Mütze, die quasi doppelt gestrickt wird. Man strickt quasi so einen riesen Schlauch und an der einen Seite, also man fängt an und in der Mitte, oben, weil sie oben, ich kann das so schlecht erklären manchmal, dabei ist es für euch wahrscheinlich vollkommen klar, was ich sagen will, aber ja. Also wir fangen oben an,
wir machen Zunahmen, dann die, dann stricken wir einen langen Schlauch und am Ende machen wir wieder Abnahmen. Und dann hat man so einen ganz langen Schlauch und dann steckt man die eine Hälfte einfach in die andere rein und dann hat man zum einen eine super warme Mütze, weil sie doppelt gestrickt ist und zum anderen bei diesem Farbverlauf dann eine Mütze mit zwei Farben. Das heißt eine, die von dunkel ins helle geht und eine, die von helle, oder ja doch, die von oben von dunkel ein bisschen heller wird und die andere wird dann von diesem hellen noch heller, nach oben heller. Und die andere geht von oben dunkler. Was? Ja, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ups. Jetzt bin ich gegen die Kamera getreten. Sorry. Genau, aber auf jeden Fall, das ist gerade der Plan. Ich habe da eben heute erst angefangen, aber sobald auch ich hier, ist genauso wie mit den anderen Projekten auch, sobald ich hier den Teil überwunden habe, wo man diese Zunahmen hat und man dann in der Runde strickt, wird es auch super flott gehen, nehme ich an. Ja, das sind alle Projekte, die ich euch zeigen wollte. Bleibt nur noch ein Update zu meinem Stash, denn wir sind ja gerade dabei am Happy Stashalon, beziehungsweise ich bin dabei und ein paar von euch auch. Und da wollte ich euch erzählen, wie das denn jetzt so gerade bei mir aussieht. Denn ich habe es tatsächlich geschafft, im September kein Garn zu kaufen. Ich bin richtig stolz. War gar nicht, ist mir überraschend schwer gefallen, aber ich habe es hinbekommen. Und deswegen hat sich da auch ein bisschen was verbessert in meinem Stash. Auch wenn ich insgesamt einfach nicht so viel stricken konnte, nicht so viel Zeit hatte, ist es trotzdem immerhin weniger geworden und nicht mehr diesmal. Und zwar habe ich für den Mountain Musings MK, also für diesen Wrap, 9 Knäule angebrochen. Das heißt für mich dann, die sind aus dem Stash raus, weil sie eben jetzt kein vollwertiges Knäuel oder Strang, kein vollwertiger Strang mehr sind. Für den Manu-Sweater habe ich 2 Stränge benutzt und für das Phantom-Fass noch 1 Knäuel. Das heißt, Für meinen Zettel im Oktober, hier ist diese Vorlage, die findet ihr jetzt übrigens wieder verlinkt unten, dass ihr sie runterladen könnt. Falls es nicht funktionieren sollte, sagt mir Bescheid, dann ist da ein Fehler drin, aber ich denke eigentlich, solltet ihr jetzt wieder drauf zugreifen können. Und zwar habe ich jetzt 93 Stränge, das sind 2 weniger als vorher. 111 Knäule und noch einen von diesen Spulen, Garnspulen. Jetzt bin ich schon wieder dagegen getreten. Sorry, wenn es wackelt. Ich vergesse immer, dass das so nah ist. Genau. Das heißt, ich habe insgesamt 205 Stränge und Knäule. Deprimierenderweise ist es mehr, als ich ganz am Anfang hatte, als ich angefangen habe mit ich will jetzt meinen Stash reduzieren. Aber es ist trotzdem wesentlich besser als das letzte Mal. Das waren nämlich 217 insgesamt. Wenn ihr also auch mitmachen wollt, euren Garnvorrat ein bisschen abzubauen und Lust habt, vielleicht auch was zu gewinnen Anfang des Jahres, macht doch einfach mit beim Happy Stash Along. Ihr könnt dafür, wie gerade schon erwähnt, diese Vorlagen benutzen, die ich euch gerade gezeigt habe, die könnt ihr euch runterladen. Unten ist ein Link. Und ihr könnt auch unter dem Hashtag HappyStashAlong und mich verlinkt auf Instagram was teilen. Und ich werde dann Anfang des Jahres, denn es geht bis zum Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres, ein paar Gewinne auslosen. Es gibt keine Verbindung hier mit YouTube oder Instagram. Ihr solltet 18 Jahre alt mindestens sein. Gibt keinen Rechtsweg, nur so der Hinweis, genau, es ist einfach nur so ein kleiner Anreiz für euch, falls ihr einen braucht, damit zu machen und vielleicht ein bisschen euer Garnvorrat kleiner zu machen. Meine Motivation ist dabei vor allem eine, nämlich ich habe hier eine jetzt etwas kleinere Wohnung als vorher, naja, beziehungsweise eben nicht mehr alleine und deswegen weniger Platz. Und außerdem habe ich Motten entdeckt, denen ich den Kampf zwar angesagt habe, aber wo man natürlich immer Angst hat, dass sie wiederkommen. Und diese Angst ist natürlich wesentlich kleiner, wenn auch der Garnvorrat wesentlich kleiner ist. Und das ist so das, was ich mir dabei gedacht habe. Genau.
ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit, was zu stricken, euch ein bisschen zu entspannen. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Und lasst es euch gut gehen. Bis dann!